Officer of Love bzw. Müllmann des Todes. Dö. So, also dann fangen wir mal an. Und wie ihr dieses Outfit in Online-Modus bekommt, das zeige ich euch mit diesem Video. Ich muss noch kurz davor sagen, ich bin auch super nervös wegen dem Update-Video, das ich unbedingt als erster vor Amix oder iCrimix oder so hochposten wollte. Hab's leider nicht geschafft, weil ich so viele Probleme hatte, das zu rendern und hochzuladen. Aber ist scheißegal, ich war jetzt einer der ersten, sag ich mal. Okay. Oh, jetzt verschwindet das Bild, so, ich zeige euch mal das schicke Outfit hier und wie ihr das bekommt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und zwar, ihr müsst unter Start gehen, unter Online, unter Jobs, unter Job spielen, unter von Rockstar erstellt, unter Mission, unter Versus, genau sowas. Und dann seht ihr hier schon die Mission Korrupter Cop. Dann, wenn ihr in der Mission angekommen seid, gibt es ganz, ja, einen kleinen Tipp von mir zu beachten. Falls ihr nämlich nicht in die Garage reinkommt, sondern in den Vorraum von der Garage, könnt ihr euch nicht selber umbringen mit übers Touchpad. Das funktioniert in der Mission einfach nicht. Und deswegen müsst ihr theoretisch euch mit der Granate wegsprengen. Und wenn ihr auf fest und aufnehmbar macht, habt ihr nur die Pistole. Das heißt, ihr könnt euch nicht umbringen und eigentlich könnt ihr die Mission dann gerade verlassen. Das war alles für den Arsch. Deshalb gebe ich euch als Tipp, stellt auf in Besitz und aufnehmbar. Und dann die Versus-Kleidung stellt ihr auf klassisch, um das Cop-Outfit zu bekommen. Und auf Themen, um das Müllmann-Outfit. Keine Ahnung, wie man es nennt. Müllmann-Outfit. Wenn ihr dann soweit seid, dann braucht ihr noch mindestens einen Freund, der das mit euch macht. Mit Random-Spieler würde ich es nicht machen, weil dann geht es meistens schief. In meinem Fall hat mir einfach Zeb oder Daniel geholfen. Daniel macht mir übrigens auch die Logos und die Banner bei Twitch und YouTube. Links dazu unten in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt. Und auf jeden Fall, wenn ihr dann hier bei dem Outfit-Auswahl seid, dann müsst ihr halt so lange suchen, bis ihr das Outfit vom Müllmann habt. Oder wenn ihr davor klassisch genommen habt, bis ihr, ja, habt ihr, glaube ich, eh automatisch Cops. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Sobald ihr das Outfit habt, bestätigt halt, dass es losgeht. Der am anderen Team, der hat natürlich gelitten, der bekommt so ein normales Billo-Outfit. Wenn er es halt auch haben will oder auch machen möchte, dann müsst ihr halt, nachdem ihr die Mission beendet habt, einfach neu starten. Ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo sich der Ort befindet, wo ihr nachher mit dem Fallschirm reinspringen müsst, damit ihr in eurer Garage landet, und der befindet sich hier. Da der Glitch meistens beim ersten Mal nicht funktioniert, würde ich euch raten, euch einen Helikopter zu holen. Das macht ihr am besten über Lester, der zeigt euch, wo ein Helikopter auf der Karte sich befindet, weil wenn ihr Lester nicht anruft, spawnt da meistens auch kein Helikopter. Ist zwar komisch, aber ich verstehe es auch nicht. Merryweather funktioniert manchmal, das könnt ihr probieren, bei uns hat es meistens nicht geklappt, und Pegasus könnt ihr auch nicht anrufen, also macht's über Lester und fliegt dann dort hinten an das Polizeirevier, wo ich es euch gleich zeige. Wenn ihr dann am Helikopterplatz angekommen seid, wo euch Lester vorgeschlagen hat, wo sich eventuell ein Helikopter sich befindet, dann müsst ihr einfach nur einsteigen, kurz auf euren Kollegen warten und genau an diese Stelle fliegen, wo ich es euch hier auf der Karte zeige. Da, wo der rote Punkt ist und wo sich der Pfeil gerade befindet, dort sind wir jetzt, dort müsst ihr auch nachher mit dem Helikopter landen. Am besten wartet der, wo das Outfit jetzt nicht speichern kann, weil er im anderen Team ist, weil er nichts Besonderes anhat, der soll am besten auf den Helikopter ein bisschen aufpassen, dass der nicht, ja, verschwindet oder weggespawnt wird oder sonst irgendwas mit dem ist, dass man halt immer wieder mal einsteigen kann. Und da, wo die Markierung auf der Karte ist, da müsst ihr mit eurem Fallschirm nachher landen. Wenn ihr dann an dem Punkt angekommen seid, dann müsst ihr den Helikopter so parken, also nicht so wie wir es gemacht haben, wäre von Vorteil, aber ich steige nochmal gerade in den Helikopter ein, um wieder einen Fallschirm zu bekommen, weil es davor oftmals nicht geklappt hat. Ich habe inzwischen mein Outfit gewechselt, weil es zum Zeigen war eigentlich dieses Gameplay besser als das davor mit dem Müllmann. Das war ein bisschen, ja, komisch. Dann müsst ihr den SUV an die Mauer hinstellen. Habe ich auch schon mal einen Wallbreach gemacht. Und dann müsst ihr über die Mauer drüber springen. So. Dann seid ihr über der Mauer und müsst dann in das Loch reinspringen. Dann springt ihr rein, drückt X und zieht sofort den linken Stick nach oben. Also nach hinten, dass ihr nach oben fliegt. Und dann mit L1 und R1 ganz langsam an die Stelle hinfliegen, wo ich euch vorhin markiert habe. So wie ich das jetzt hier mache. Wenn ich dann an der Stelle angekommen bin, ziehe ich nicht mehr nach oben, sondern natürlich einfach den linken Stick, einfach so wie ich in dem Fall jetzt mache, einfach komplett nach rechts drehen, damit ich einfach quasi in der Luft mich kreise und halt langsam nach unten fliege. Und dann werdet ihr sehen, was dann passiert, wenn ihr das, ja, so 2-3 Runden gemacht habt. Zack, seid ihr in der Garage drin und schon habt ihr euer Outfit. Jetzt dauert es kurz so ein paar Sekunden, dann spawnen alle eure Autos in eurer Garage.
Ja, und dann könnt ihr eigentlich in euer Apartment reingehen, zum Kleiderschrank und das Outfit speichern. Eins, was noch ganz wichtig zu sagen ist, dass das Apartment, wo bei euch ganz oben ist, wenn ihr Mechaniker anruft. Also ihr macht das Telefon auf, ruft Mechanik an und das Apartment, was ganz oben erscheint, dieses Apartment muss eine Garage haben. Wenn es ein Apartment ist ohne Garage oder eine Garage ohne Apartment, ich glaube, Apartment ohne Garage geht gar nicht. Also wenn es nur eine Garage ist, dann müsst ihr das wechseln zu einer Apartment mit Garage, weil sonst spawnt ihr genau in eurer Garage, wo ganz oben ist, hat dazu kein Apartment, kein Kleiderschrank, das heißt, ihr könnt es nicht speichern. Also ihr müsst gucken, dass wirklich das erste Apartment, wo bei Mechanik oben dran steht, dass es halt auch einen Kleiderschrank hat, ein Apartment. Was ich jetzt noch sagen will, weil das ja so, wir haben ewig lang gebraucht, bis wir das geschafft haben. Also das ist auch das zweite Gameplay, bei Müllmann hat ja funktioniert. Aber das war einfach blöd zum Zeigen, deswegen habe ich jetzt das mit dem Kopf gezeigt. Auf jeden Fall, wir haben ewig lang dafür gebraucht. Ich habe währenddessen einen Livestream gemacht. Und weil wir so lange gebraucht haben, hat sich Matrix, also ihr kennt der Matrix 23.000, der YouTuber mit 121.000 Abonnenten, der hat sich den Livestream mit angeschaut und hat mir per PSN eine Voice-Nachricht oder mehrere Voice-Nachrichten geschickt, um uns Tipps zu geben, ja, wie wir es denn schaffen. Und es war ja total geil. Also Matrix, erstmal einen schönen Gruß von mir an dich. Und ich finde es geil, dass du zugeschaut hast. War zwar wahrscheinlich nur so eine halbe Stunde von den Nachrichten her gesehen, aber auf jeden Fall geile Sache. Ich lasse am Ende von dem Video das nochmal, die Livestream-Kommentatoren, nee, nicht, ah Mann ey, was ist denn heute los? Ich bin völlig voller Sprachfehler. Ich lasse auf jeden Fall am Ende vom Video nochmal den Original-Livestream laufen mit Matrix seinen Kommentaren dazu. Es waren drei Stück an der Zahl. Also in diesem Sinne, macht's gut, haut rein und wir sehen uns spätestens am 15. September beim DLC Free Mode Event Update. Nein, ich bin da natürlich früher schon online. Also Jungs, macht's gut, viel Spaß beim Glitchen und macht den Glitch auch vorm Update, weil es kann sein, dass danach gepatcht wurde. Also in diesem Sinne, ciao, ciao Jungs, haut rein, viel Spaß. Bam, bam. Ich hatte gerade so einen schwarzen Bildschirm, ich glaube, ich bin schon wieder zu tief. Nein! Boah, ich hasse es zu glitchen. Es war früher so alles so einfach. Warte, ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten von Matrix. Mich echt, also ich wollte echt wissen, wer das ist. Aber wenn es der echte Matrix wäre, das wäre der Wahnsinn. Matrix am Start. Ich find's mega nice, dass ihr voll am Glitchen seid. In diesem Sinne, euer Matrix. Ey, ich glaube echt der Matrix, Mann. Der hat eine Voice-Nachricht geschickt bei PSN. Er freut sich, dass wir glitchen. Junge, du musst weiter runter und weiter nach oben ziehen und dann kreisen, dann kommst du in die Garage. Ey, das ist echt der Matrix. Alter, wie geil ist das denn? Ich fass es nicht, der beste YouTuber aller Zeiten. Ach so, warte mal, dann wird kein Fallschirm. Also Matrix meinte, wir müssen weiter runter. Ah, ich muss es mir nochmal anhören. Alter! Ja. Der hat aber eine Seefahrerstimme. Ja, ey, der ist unverwechselbar. Wieso kann ich es jetzt nicht nochmal anhören? Junge, du musst weiter runter und weiter nach oben ziehen und dann kreisen, dann kommst du in die Garage. Alles klar, also wir müssen weiter runter fliegen und dann nach oben ziehen, dann kreisen. Also eigentlich so, wie wir es gemacht haben, nur dass wir es tiefer, glaube ich, machen müssen, wenn ich es richtig So einen verstanden habe. Sturzflug machen und dann raufziehen. Genau. Ja, Matrix, dann check mal meinen Kanal ab, wäre cool. Also du findest mich unter Zeddy. Ich habe öfters Glitch-Videos. Matrix, wäre cool. Also der hat 130.000 Abonnenten. Das ist der einzigste mit ID zockt, der überhaupt noch GTA-Videos macht. Na, na, na. Wir haben ja erst gerade eben einen Versuch gehabt. Oh, Matrix hat schon wieder geschrieben. Oder eine Voicemail. Wie geil ist das denn, ey? Hat er Matrix, was zu ich liebe tun, dich. oder? Ja, ich habe
habe auch ab und zu Glitch-Videos auf meinem Kanal, aber ich weiß nicht, ob du es weißt. Ey, Matrix, klar, Mann, ich habe dich abonniert seit über einem Jahr oder so. Ey, ich feiere die Sitzung gerade wie Sau. Okay, schau mal.